Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Frau Behm und ich, wir waren gerade eben einkaufen. Wie seht's, ich bin wieder fündig geworden. Low Budget. Decathlon oder Decathlon, wie sagt ihr? Entschuldigung fürs Gewackel. Ich drehe mit dem Tischstativ auf dem Gartentisch. Foldable Spork von Vorklatz, wie auch immer. Frau Behm topft gerade ein. Mike denkt, es gibt wieder was zu fressen. Gibt es aber nicht. Nein, gibt es nicht. Ab. So ist er halt. Körbchen. Foldable Spork. Ja? Cooles Ding. 1 Euro. 49. 1,49. 45. Genau. Da ist die Rechnung. Mal hier hinpacken, sonst fliegt das noch weg. Also 1,45, der Teller 3. Schön zugepappt, so wie sich das gehört. Wenn man hier so einen Griff hat, also die, was es so für Pfannen gibt, zum Beispiel von das Primus, könnte man das hier auch prima als Pfanne benutzen. Oder ihr nehmt eine Multitool. Passt rein. Das wird meckern. Tasse. 400 ml. Cup Stainless 3,89. Tassen hat man nie genug? Nee. Frau Prim sagt das aus Erfahrung. Ja. Und dann haben sie pflanzt gerade einen, was ist das? Chrysantheme. Ein Chrysantheme ein und muss sich dabei oftmals bücken. Echt? Gefällt mir sehr gut. Mir auch. Track Food Pasta Bolo, also Bolognese. 5,84 ist glaube ich so ein Standardpreis. 381 Kalorien, 120 Gramm. Bop, didub, didub, didub. Stelle ich in einem Video vor. Und jetzt kommen wir zu etwas Wahnsinn. Der Wahnsinn hat Methode Cookset. Stainless 9,74. 9,74 €. Jetzt denkt ihr, naja, das Ding ist cool. Die Kesseln. Was die für ein Zeug haben, Wahnsinn. Und wie ich das immer wieder sage, sobald ich anfange zu drehen, fliegt einer über ein bisschen weg. Ich weiß nicht warum. Die riechen das. Ja, irgendwie. So, der eine oder andere wird jetzt sagen, der Plastikdeckel gefällt mir nicht. Ja? Das Ding ist. Ja? Oh. Haben wir den Klappgriff einmal hoch und zur Seite. Ja, gut, jetzt sagt ihr, das gefällt mir aber nicht so. Problem gelöst. Ja, das ist allerdings, wenn ihr Nudeln oder sowas kocht, seht ihr hier diesen Plastikdeckel. Das ist ein Auslass oder ein Ausfluss, Ausguss. Da könnt ihr eure Pasta, euer Pastawasser ausgießen. Am besten hier rein, weil richtige Nudeln macht man dann anschließend wieder mit dem Pastawasser zusammen. Hier drin ein kleines Besteck. Mit Gummi gesichert. Gummis sichern öfters gut. Aber nicht immer. Plastiklöffel, Plastikgabel, Plastikmesser. Schüsselchen, ja, Geilomat. Was passt hier rein? 1,1 Liter, 380 Gramm. Ihr seht's, gehört hier alles dazu. Ich sag mal, für 10 Euro, was ihr hier bekommt, absolut klasse. Jetzt macht er hier, ne, die Tasse passt dann nicht mehr rein. Schade, wäre ja auch zu cool gewesen, oder? Ne.
Auch nicht. Aber ihr habt ein saugeiles System für 10 Euro. Quechua, was auch immer. Cooking Set. 23 Euro. Komplettes Koch- und Essset. Den hättest du jetzt nicht gebraucht, aber der kommt in meinen Rucksack. Was rein? Kannst du nicht meckern. Und das hier, da bin ich schon gespannt. Die Kesseln. Industriestraße mit einem Kerlich. Gekauft und nicht gesponsert. Für die Mecker-Heinis. Ey, also. Auch die, die immer meckern, nicht wird gesponsert. Nur noch gesponserte Videos machen und so. Du? Ja. Nein, mach ich nicht. 400 ml. Dann ein Elgin reinpasst. Könnte knapp werden. Eine Clean Canteen ganz bestimmt. Obwohl die auch Stahlflaschen da hatten. Ich wollte jetzt aber nicht zu viel ausgeben. Ja. Und ich glaube, ich habe so gefüllte 10 Stahlflaschen zu Hause. Nalgene sowieso. Ich habe aber mein Telefon zu Hause liegen lassen, mit dem ich ja filme. Sonst hätte ich euch mal noch gezeigt, was die so alles haben. Also das ist für 10 Euro. Gibt es übrigens, glaube ich, online, wenn mich nicht alles täuscht. Die ganzen Sachen. Sehr cooles System, vor allen Dingen, dass der verriegelt und dann nichts rausfällt. Micky, Blinkenstein, das wäre für dich genau das Richtige. Mit dem war ich ja gestern ein paar Stündchen im Wald und wir haben noch lecker gegessen. Heinz Beans, Five Beans. Das müssen wir unbedingt wiederholen, Micky. Die Kesseln aus Villeneuve in Frankreich. Ja, aber made in China. Da alles draufschreiben. In jeder Sprache, aber nicht in Deutsch. Japanisch, Chinesisch, Russisch, Taiwan, Brasilien, Türkei, Thai, Ägypten, Australien, Mexiko, Vietnam, IDN, keine Ahnung, Chile, Griechenland, Korea, Ukraine, DZA, was auch immer das ist, PHL, Serbisch, Katz, keine Ahnung, Rumänisch, Ungarisch, nichts in Deutsch. Ey, für einen Zehner. 13 Euro. Komplettes Koch- und Essset. Bin mir sicher, da passt noch mein Gaskocher rein. Ist cool. Und der kommt in meinen Rucksack. Entschuldigung, aber... Sie hat ihre Meinung. Ihr hört's? Wahnsinn. Der Griff hier, weiß nicht, wie lange der halten wird, aber es macht mir einen recht stabilen Eindruck. Sag mal, das ist wirklich was so für Wochenendcamper oder was auch immer. Ich find's cool. 10 Euro, wo kriegst du das? Und dann nur noch mit was zum Abgießen. Wahnsinn. Ja, und hier, das hält auch so zusammen. Ne? Das klipst sich zusammen und hält dann auch. Sehr cool. Also so wie es aussieht, geht das Metall hier komplett durch. Hinten lang. So, und dann? Zack. Jetzt hast du dann noch Besuch.
kommt da noch jemand zum Essen. Zack. Fertig. Reis passt hier rein und so. Kannst du nichts sagen. So, das war mal so wieder mal so ein kleines Einkaufstürchen mit Frau Bremen. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss mal, Jod, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die Cup. Und Mike sitzt schon wieder da hinten und denkt, es gibt was zu essen, weil es geraschelt hat hier. Ja, weil ich geraschelt habe. Komm her, Hüppemötzi, komm her. Und du auch. Ja, da. Zwei Jungs, gute Kerle. Hüppemötzchen. Wippelstätz. Hey, seht ihr es? Ja. So, wir sagen tschüss. Wiki, wiki.